An der Mikrosonde messen wir verschiedene Elemente. Das Ganze funktioniert wie folgt. Wir haben hier so eine Säule und hier werden so Elektronen nach unten beschleunigt und treffen hier unten auf eine Probe, irgendeinen Dünnschliff oder sowas. Und in diesem Dünnschliff, da gibt es dann jetzt einzelne Atome. Also hier ist ein Atom und um dieses Atom drumherum gibt es dann so Schalen, auf denen befinden sich so auch wieder Elektronen. Und jetzt kommt hier von oben dieser Elektronenstrahl. Und schleudert hier, er stößt hier ein Elektron raus. Dann fehlt es da, dann kann das von oben, kann diese Elektron, also diese Elektron hier, kann dann in diese Fehlstelle runter nachfallen. Und dabei wird dann Röntgenstrahlung abgesendet. Und diese entspricht genau dieser Energiedifferenz hier, also diesem Delta E, diese Röntgenstrahlung. Denn die Röntgenstrahlung hat natürlich auch eine Wellenlänge, aber die Wellenlänge ist ja proportional zur Energie. Und das nennt man dann die charakteristische Röntgenstrahlung. So, X-Ray, bisschen kürzer. Die kommt dann also hier raus, natürlich in alle Richtungen. Aber hier haben wir jetzt so einen Kristall. Und dieser Kristall. Und der beugt jetzt die Röntgenstrahlung zu einem ganz bestimmten, und zwar nur, wenn hier ein ganz bestimmter Winkel vorhanden ist. Und wenn ein anderer Winkel vorhanden ist, dann könnte eine andere Strahlung mit einem anderen Lambda gebeugt werden. Ja, also wenn sich der Kristall beispielsweise an einer anderen Stelle befände, sagen wir, der Kristall befände sich hier, dann wäre der Einfallswinkel und der Ausfallswinkel ein bisschen anders, dann wäre Theta anders. Und dann würde hier eine bestimmte Wellenlänge gebeugt und hier würde eine andere Wellenlänge gebeugt. Das heißt, hier wird vielleicht die Wellenlänge für Magnesium gebeugt, völlig erfunden, und hier oben wird vielleicht die Wellenlänge für, sagen wir mal, Kobalt gebeugt. Und der Kristall, der bewegt sich jetzt hier auf und ab an so einem, auf so einer Schiene und die Position des Kristalls wird hier in Millimetern gemessen. Also es sind vielleicht 140 mm und es ist vielleicht 170 mm die Position, weil er hier einfach direkt hier hoch und runter fährt. Das heißt, bei 140 mm wird vielleicht Magnesium gebeugt, bei 170 mm Kobalt. Wobei, es hängt auch noch vom Kristall ab, es gibt unterschiedliche Kristalle. Also funktioniert das mal prinzipiell. Jetzt könnte es aber trotzdem mal sein, dass vielleicht bei Kobalt noch ein anderes Element mitgebeugt wird, weil die Wellenlänge sehr ähnlich ist. Und dann hätte man hier noch eine weitere Linie Lambda, die sehr ähnlich wäre wie die Kobaltlinie, also eine sehr ähnliche Energie hat, sehr ähnliche Wellenlänge hat von, was weiß ich, sagen wir an der Stelle von mir aus mal Gold. So, angenommen, es wäre Gold. Und dann hätte man hier an der Stelle ist eine Linienüberlagerung. Also wenn man das anguckt, man kann auch diese Millimeter, die hier oben, diese Millimeter, die kann man auch in einem Diagramm auftragen. Dann sind hier die Millimeter, also das ist die Position der Kristalle. Dann hat man eben bei genau dieser Position hier, hat man einen Peak von Kobalt. Aber vielleicht hat man direkt bei dieser Position ganz knapp daneben nochmal einen Peak von Gold. Also ein Peak heißt, dass wenn der Kristall jetzt diese Millimeter hier entlang fährt, das macht man auch tatsächlich, dann fährt er einfach auf der Schiene entlang und plötzlich kommt eben die Zählrate einmal von Kobalt und danach vielleicht eine von Gold. Und wenn die hier übereinander liegen oder noch näher übereinander liegen, also wenn die jetzt so übereinander liegen, dann hat man halt ein Problem, weil wenn man nur Kobalt zählen will, kriegt man immer auch ein bisschen Gold mit rein, was natürlich schlecht ist. Und der Punkt ist jetzt, man möchte einfach mal wissen, wenn man was misst, wenn man zum Beispiel Kobalt misst, gibt es eine Interferenz mit Gold oder mit irgendeinem Element. Das heißt, man möchte gerne ein Programm haben, das einem ganz einfach ausspuckt, wenn man zum Beispiel Kobalt eingibt, man möchte Kobalt messen und zwar eine ganz bestimmte Linie von Kobalt, gibt es dann Interferenzen und welche? Und warum gibt es nicht nur eine Kobaltlinie, sondern mehrere? Weil hier Elektronen aus unterschiedlichen Niveaus runterfallen können. Also könnte auch ein Elektron von hier runterfallen und dann wäre die Energiedifferenz hier natürlich größer als die Energiedifferenz hier.
Und deshalb gibt es dann für Kobalt und für alle anderen Elemente verschiedene Linien und die haben auch dann unterschiedliche Namen. Und dafür wollen wir jetzt ein Programm schreiben, um also diese Interferenzen zu identifizieren.